Ich bin da jetzt so im Moment so ein bisschen absolut planlos unterwegs. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Ich habe nämlich keine wirkliche Idee, wie zum Henker baue ich jetzt diese Stadt neu auf. In welche Richtung? Aber das, was ich erstmal machen werde, ich werde jetzt da oben erstmal Straßen ziehen. Das kann ich ja schon mal machen. Nee, ich wollte gerne das haben. Genau. Zack. Zumindest schon mal etwas. Einmal dich. Mal das auch. Mache ich da jetzt in der Mitte auch noch? Ist das jetzt überhaupt gleich geworden? Ich glaube nicht. Aber gut, was soll's. Vorerst mal reicht es. Ich brauche Wohnung, 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 Wohnung. So. Machen wir das erstmal so. Aber das Polizeirevier lasse ich jetzt erstmal noch. Ich baue da später ein größeres hin. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier ein bisschen schneller laufen lasse, um auch wieder ein paar Leute reinzukriegen. Und natürlich auch Läden, das ist auch wichtig. Und zu einem späteren Zeitpunkt werde ich dann hier oben wahrscheinlich oder wie hier wieder in den Randbereichen Parks einrichten. Damit sie sich zumindest... Oh ne, verdichten tun sie sich auch so schon. Das ist doch gut. Ist doch fein. Genauso soll es sein. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach erstmal ein bisschen den Aufbau an. Ganz in Ruhe. Aber zumindest kann ich schon mal sagen, die Krise, die war, diese recht aussichtslose Situation, die wir ja vorher hatten, die hat sich jetzt eigentlich wieder ein bisschen relativiert. Auch wenn der Aufbau jetzt mal wieder so ein bisschen länger braucht. Das ist jetzt auch gleichzeitig eine komplette Umstrukturierung wieder mit, aber die war bitter nötig. Ja, fein, fein. Ich hatte sowieso viel zu wenig an, Gebäuden halt mit dabei, so gesehen, für Handel. Weil die sind auch gerade in einer Touristenstadt sehr wichtig und das habe ich komplett ignoriert. Das sollte man eigentlich nicht machen. Aber auch nur eigentlich. So, wie schaut es jetzt aus? Irgendwie, es verzaubert einen trotzdem immer wieder. Man hat schon so oft gesehen, wie sich eine Stadt aufbaut aus dem Nichts. Aber trotzdem ist es immer wieder schön. Vor allen Dingen das Hochhaus. Blockbau. Und noch eine Etage höher. Ich bin gerade am überlegen, ob ich schon mal so ein Haus irgendwo gesehen habe. Jedenfalls in dieser Längsformat. Oder in diesem Längsformat. Ich kenne das ja eigentlich nur hier, diese viereckigen Dinger. Und das war's. Aber jetzt so ein längliches, so einen länglichen Blockbau habe ich noch nie so wirklich oft gesehen. Wie der aus dem Boden gestampft wird, jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes. Hier kommt mal noch eine Etage drauf.
Ja, der wird groß. Ob der genauso groß wird wie die da hinten? Nö, oder? Doch, ja, ist genauso groß geworden. Guck an. Und jetzt stampfen sich hier überall die ganzen Häuser aus dem Boden. Doch, ja, der Aufschwung kommt langsam, aber erst auf dem Vormarsch. Und das ist doch schon mal ein sehr, sehr, sehr schönes Zeichen. Guck an, jetzt haben wir sogar eine Leuchtreklame oben drauf. Die große Frage für mich ist, hau ich da jetzt irgendwo hier noch so einen Park rein? Ich habe ja hier sämtliche Parks abgerissen gehabt. Aber das, was ich auf jeden Fall erstmal mache, mal schauen, ich bin ja sowieso der Fan von diesen ganzen Naturparks und Gemeindeparks, jedenfalls hier in diesem Spiel. Und vor allen Dingen auch Klassik. So, wo ist das Theater? Hier, genau das, weil das halt immer noch so einen riesengroßen Radius hat. Den kann ich aber da vorne links und den könnte ich hier mitten rein donnern. Obwohl ich das so ungern mache. Was knistert denn da? Oh nein! Machen schon wieder ein Freudenfeuerchen. Nachbarn sind wieder am Grillen. Verdammt. Oh. Und patsch kaputt. Ein verlassenes Haus und einmal Trümmer. Wo ist das verlassene Haus? Hier unten. Dann bauen die sich hier unten vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf. Das wäre auch nicht schlecht. 75.000 Einwohner mittlerweile schon wieder. Oh, jetzt ist es da hinten so leicht am Kokeln. Oh, ja, da war ja was. Ach ja, da war ja was. Ein Glück, dass ich ja überhaupt nicht vergessen habe, das Ding wieder anzumachen. Nein. Oh, jetzt fängt es wieder an zu kokeln. Oh, da unten. Hm. Ich glaube, es wird Zeit. Achso, das Ding ist schon an. Aber der ist noch nicht wieder an. Dass ich den jetzt auch mal anschalte. Obwohl es dann schon wieder losgeht mit dem Miese. Das ist natürlich... Und ich bin nur bei 9%. Es wird wirklich Zeit, dass hier das ganze Wohnviertel steht. Und das sehr, sehr, sehr schnell. Was wollen die? Mehr Löschfahrzeuge. Ja gut, dann erstmal machen wir das erstmal. Dann stellen wir da vorne auch noch ein Fähnchen hin. Was ist das hier? Ein Feuerwehreinsatzturm. Komm, den haben wir auch noch drauf. Oh je, das wird teuer. Ich sollte aufpassen, was ich mit dem Geld mache. Garage Löschfahrzeug. Hm. Packe ich hier vorne hin oder packe ich das da hinten hin? Nee, komm. Das ist so ein kleines Ding. Packe ich eins mit dazu. Komm, ich packe noch sogar noch ein... Nein, ich packe kein zweites mit dazu. Ich... muss zusehen, dass ich langsam aufbaue. Nicht zu viel auf einen Schlag wieder. Ansonsten habe ich nachher wieder ein riesengroßes Problem. Vor allen Dingen, die kommen da unten gar nicht hin, weil die Straßen alle so dermaßen überfüllt sind noch. Das ist ja auch jetzt so ein großes Problem. Dadurch, dass hier so viele Häuser gleichzeitig aufbauen... Oh, da fällt mir noch was ganz anderes ein. Ich brauche ja jetzt hier... So, 100.000 Einwohner sind es mittlerweile schon wieder. Ich brauche ja Bushaltestellen. Für die neuen Straßen.
Einmal so. Und ich brauche für die Straßenbahn natürlich auch noch Haltestellen. So. Dann habe ich das nämlich wenigstens auch. Das ist schon mal besser als nichts. Was? Was gibt's hier noch? Züge? Wieso? Ich habe doch gar keine Züge. Warum ist er da auf den Zügen noch am Meckern? Ah ja. 120.000 Einwohner. Ich kann mich jetzt so mittlerweile schon fast plus minus null halten. Das ist eigentlich doch recht gut. Was sagt die Müllentsorgung jetzt eigentlich im Moment? Warum ist das hier gelb? Aber hier ist nichts angezeigt. Ah. Okay. Ja, gut. Abreißen. Wegen Brand weg. Zu viele Opfer. Ja. Na. Weg mit dir. So, es müssen irgendwo noch Trümmer sein, die ich aber jetzt gerade im Moment nicht finde. Von dem her soll es uns eigentlich mal egal sein. Aber jetzt haben wir das gleiche Problem wie auch am Anfang. Aus irgendeinem Grund haben wir wieder tierische Probleme mit dem Verkehr. Und die Leute zündeln alle rum. Warum machen die das? Die Stadt ist noch nicht mal richtig aufgebaut hier. Das sieht man da. Die sind immer noch im Bau. An manchen Gebäuden. Aber schon mal anfangen rumzuzündeln. Warum auch nicht? Ja, dann können sie gleich von das eine Haus ins nächste umziehen. Das macht doch vollkommen Sinn. So, dann können wir da noch einreißen. Dann haben wir da noch was, was weg kann. Dann können wir das da noch weg tun. An, da haben wir auch noch ein Haus. So. Das sollte erstmal wieder reichen. Aber warum ist da jetzt plötzlich so ein großes Problem wieder mit dem Verkehr? Das hat ja vorher einwandfrei funktioniert. Okay, da waren natürlich die Dinger auch noch an. Ich schalte die ungern jetzt schon wieder alle an, so nach und nach. Was? Ach so, wegen den Doppeldeckerbussen. Gibt's ja auch ein Achievement für. Die gibt es im Übrigen im UK Add-on, so gesehen. Also im England Add-on. Da gibt's diese Doppeldeckerbusse drinne. Boah. Straßen sind zu. Fuck. Dabei habe ich, habe hier weder eine Veranstaltung laufen auf dem Messengelände, noch sonst irgendwie was. Und es ist brechend voll. Und es brennt mal wieder. Da hinten. Und schon wieder ein falsches Haus abgerissen. Du kannst weg. Auch weg. Da war jetzt zwar noch ein falsches Haus mit dabei, aber das soll mich jetzt im Moment recht herzlich stören. 143.000 Einwohner. Wir sind schon wieder fast auf dem gleichen Stand wie vorhin.
Also hat das mit dem Gesundschrumpfen doch eigentlich recht gut funktioniert.